Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Erfahrungen in der Alternativmedizin. Heute zum Thema Energie. Was passiert oder wer hat denn eigentlich den Stecker rausgezogen? Das ist das Thema. Herzlich willkommen, Felix Perzel, ein Partner. Erzähl doch mal, wie ist die Geschichte gelaufen? Ja, der Klient Anfang, Mitte 50 hat wie so viele unserer Klienten eben ein Energielosigkeitsthema gehabt, hat wie die meisten unserer Klienten schon verschiedenste Therapien ausprobiert, Schulmedizin, naturheilkundlich, alles Mögliche, immer wieder kurze Erfolge gehabt. Für mich ist aber ein Erfolg nicht, wenn es einem kurzzeitig symptomatisch besser geht, sondern wenn das Problem an der Wurzel gepackt wird und nachhaltig gelöst wird. Und so ist er irgendwann auf uns gestoßen. Hat eigentlich mit der Intention des IHHTs, also Zelltrainings, wo wir gesagt haben, das können wir schon machen, aber sinnvoller wäre ja eigentlich mal zu ergründen, woher kommt denn diese Energielosigkeit? Wo ist da das Problem? Und dann haben wir eben einen genauen Befund aufgenommen über die Symptome, haben ihn dir geschickt, zusammen mit einem Porträt. Du testest für uns dann ja aus, wo liegt die Ursache und was gilt es zu tun? Und bei ihm kam eine massiv starke Epstein-Barr- und Herpesbelastung unter anderem raus. Ich glaube, er brauchte irgendwie 150 Sitzungen Rifetech. Und das war natürlich sehr interessant, weil erstmal war er massiv geschockt, ne? Also auf der einen Seite erstmal den Schock zu bekommen, 150 Therapien brauche ich, ne? Um das zu lösen. Auf der anderen Seite war er aber auch sehr froh, weil endlich jemand mal was gefunden hat, was für ihn auch logisch erschien. Denn er hatte auch äußerlich, sagte er, immer wieder mit Herpes zu kämpfen. Aber er hat einfach niemanden gefunden, der bisher ihm da das erklärt hätte, dass das mit dem Herpes zusammenhängen würde. Und so war er natürlich sehr begeistert davon, dass diese Möglichkeit bestehen würde, nicht nur das zu testen, sondern eben auch es zu lösen. Und wir haben ihm dann eben auch gesagt, du musst nicht 150 Mal zu uns kommen, wir vermieten dir ein Gerät. Da war er schon sehr begeistert, weil er das zu Hause machen konnte. Hat eben auch deine Stoffwechselkomplexprodukte genommen. Auch da, wie so oft, er kam von sehr, sehr vielen Nahrungsergänzungen. Und ich stelle dann immer die Frage, wer hat Ihnen denn gesagt, dass Sie genau das Präparat brauchen? Ne? Wenn ich eingebe Vitamin C, kommen 200 Präparate. Welches ist das Richtige für mich und in welcher Dosierung? Und wie immer konnte er diese Frage nicht beantworten. Es hieß halt, das täte Ihnen gut und dann nehmen Sie das mal. Und so war er auch da sehr dafür, sehr beeindruckt, dass man eben über die Kinesiologie spezifisch testen konnte, welches der Produkte in Resonanz. Und seine ganzen Produkte, wir haben mitgetestet, ging keins in Resonanz. Ich beruhige die Klienten immer, das heißt ja nicht, dass sie schlecht sind. Das heißt nur, dass es nicht zu 100% richtig ist. Ne? Und so hat er eben neben dem Rifetech zu Hause auch bei uns mit dem Zelltraining gearbeitet, zweimal die Woche. Und hat innerhalb von 4 Wochen wirklich sehr gute Besserungen gespürt, symptomatisch, die wir dann über mehrere Testungen immer wieder verfeinert haben. Das heißt, die Rifetech-Therapien wurden jeden Monat angepasst, die Stoffwechselkomplexprodukte wurden angepasst. Und nach 2-3 Monaten waren wir wirklich auf einem Ergebnis, wo er spürte, es geht ihm nachhaltig wirklich massiv besser. Das Spannende für mich, und da steht das Therapiebeispiel für eins von vielen, war, dass noch viel mehr Symptome auf einmal nicht mehr da waren, die er gar nicht so aufgezählt hat, weil die waren für ihn natürlich. Ne? Er hatte zum Beispiel seit Jahrzehnten eine Pollenallergie, das kannte er. Ne? Jeden Frühling, über die und die Monate sind die Augen dicht, die Nase läuft, das ist normal für ihn. Und so hat er das auch nur am Rande erwähnt. Wir haben auch gar nicht speziell das Ganze therapiert, aber meine Hypothese dahinter ist, wenn wir es wirklich schaffen, das ursächliche Problem, was jetzt die Viren anging, der Darm und die Zellen letztendlich auf Energie zu bekommen, haben sich auch diese Pollenallergien auf einmal aufgelöst. Das heißt, er spürte, er müsste eigentlich jetzt voll die Allergie spüren, kam aber nichts. Und das ist einer von vielen Klienten, die das bestätigt haben, wo wir nie gezielt die Allergie therapiert haben. Aber indem wir über die Resonanz das gelöst hat, was den Körper belastet und ihn in die Heilung bringen, über die Stoffwechselkomplexprodukte, über das IHT, verschwinden diese Symptome automatisch. Und das ist bis heute, das ist jetzt schon über ein Jahr her, ist es wirklich angehalten. Also auch in der nächsten Saison war er komplett beschwerdefrei, was diese Allergien angeht, ne? Neben der Energielosigkeit. Was war seine Symptome? Müdigkeit, ja, aber was für eine Müdigkeit? Wo konnte er nicht schlafen? War er morgens müde? Was war denn die Müdigkeit? Das ist ja genau das Spannende. Wir sind ja auf das Thema Energielosigkeit spezialisiert, aber wie du es jetzt auch andeutest, es ist ja
unglaublich facettenreich. Ja, ne? Unglaublich. Bei ihm war es der Hauptpunkt, dass er sich einfach müde, schlapp über den Tag fühlte. Er konnte subjektiv ganz gut schlafen, aber war nie ausgeschlafen. Das heißt, er stand eben auf, egal ob er 6 Stunden oder 10 Stunden schlief, subjektiv gute Qualität, aber er war immer müde. Den ganzen Tag war er müde, er fühlte sich schlapp, hatte auch mehrere Infekte gehabt, wo er eben dachte, vielleicht käme es von den Infekten. Über verschiedenste Themen ging es eigentlich über die letzten Jahre immer mehr bergab, über die Gesamtenergie. Dann kamen eben Geschichten dazu, Kurzatmigkeit, Darmprobleme, ne? Also viele, viele Themen, die sich darauf aufbauten. Ne? Mhm. Das war bei ihm zum Beispiel der Fall. Also es hat immer kontinuierlich zugenommen, ja, oder? Ja. Und einfach vielleicht für die Zuschauer aus meiner Sicht das zu erzählen, ist vielleicht noch wichtig, mit was hängt das zusammen. Das heißt, wir haben das Problem, dass eine Ursache, ein Stress, eine Sorge oder irgendetwas das Immunsystem geschwächt hat und dadurch konnten Viren, in dieser Form waren jetzt EBV und Herpes, glaube ich, oder? Genau. Waren es die zwei, die konnten sich ungehindert multiplizieren. Und da war eigentlich das Ziel des Körpers, dass das Immunsystem wieder aktiv wurde. Und das Problem ist, wenn in dieser Situation weiterhin Stress vorhanden ist, weiterhin Sorgen vorhanden sind, hat der Körper die Kraft nicht, diese Viren auch wieder zurückzunehmen. Und jetzt kommt das Verrückte an der ganzen Geschichte. Solange der Stress weiterhin da ist, nimmt das zu. Weil die Krankenzellen multiplizieren sich und neue Zellen werden krank. Und das ist die Geschichte, dass man sagen muss, und alles hat nur mit Information zu tun. Also es sind Informationen von Sorgen, von Problemen, von Stress, von was auch immer, die haben zu Viren geführt, also zum Immunsystemschwäche, zu Viren geführt. Und nachher hat es den ganzen Körper immuntechnisch getroffen. Also Allergien, Unverträglichkeiten und so weiter. Und im Prinzip war die Ursache ein Stress, aber am Schluss hat sich das im Körper multipliziert, hat sich das im Körper angestaut und immer verschlimmert. Oder? Ja, ja. Was für Produkte muss der denn schlucken? Er muss ja nicht viel schlucken, glaube ich. Nee, das war wieder so dieser Klassiker. Die Klienten kommen und haben aus verschiedensten Therapien verschiedene Produkte, die sie für sich einfach nehmen. Und das ist meistens eine Vielzahl von Produkten, die oftmals gar nicht zusammenhängen. Aber die Klienten finden einfach das toll und das toll und das toll und denken eben, ist ja auch nicht ganz falsch, wenn ich all das nehme, was mir gut tut, dann passt das schon. Er musste im ersten Monat, haben wir gestartet mit dem Formega 3, vorm Clean, wie auch vorm Darm. Vorm Hirn, das war so die Grundbasis. Das Spannende für ihn war auch, er hat uns nach einem Monat die Rückmeldung gegeben, das tut mir richtig gut, das möchte ich weiterhaben. Es hat aber nicht mehr getestet im nächsten Monat. Das heißt, wir haben gesagt, du darfst das gerne weiternehmen, aber du brauchst es nicht. Im nächsten Monat waren es vor allem liposomale Produkte. Ich meine, da war vor allem Glutathion und Magnesium dabei. Und da war er total fasziniert von, weil er auch einer der vielen Kandidaten war, der seit Jahren Magnesium Tabletten schluckte, ne, weil einfach immer wieder Krämpfe hatte. Und nach diesem Monat mit den liposomalen Produkten waren die auch praktisch verschwunden. Ne? Und als ich ihm erklärte, dass das Ganze eben deutlich besser ankommt in der flüssigen Form, war er auch da wieder begeistert und sagte, oh, das will ich weiternehmen. Ne? Den dritten Monat testeten wieder andere Produkte. Und das war für ihn ganz ungewohnt, weil er war seit Jahrzehnten auf einem Pfad unterwegs, wo er sich rein danach richtete, was tut ihm gut. Ist ja nicht ganz falsch. Aber wir hatten eben den Anspruch zu sagen, nicht nur, was dir gut tut, denn dann kriegst du natürlich 10, 20 Produkte, sondern was brauchst du? Was brauchst du, um dein Problem zu lösen? Und dann kam mal das, ich glaube auch liposomale Transresveratrol kam dazu und das ist letztendlich auch meines Erachtens einer der vielen Gründe, warum wir wirklich innerhalb von 3 Monaten ihn auf ein ganz anderes Level bekommen haben und auch diese Symptome nachhaltig reduzieren konnten, beziehungsweise ihn dahin bringen konnten, wo er hin wollte. Ne? Und so wie viele andere Klienten war eben so begeistert, dass er weiter in die Prävention gegangen ist hat auch während diesen 3 Monaten RiveTech, wo er jeden Tag Sitzungen gemacht hat, hat er gesehen anhand der Testungen, dass die Anzahl der Sitzungen sich sehr stark reduziert hat. Also wie gesagt, anfangs waren es 140, 150 Sitzungen ausgetestet. Nach dem ersten Monat, wo er 30 Sitzungen machen konnte, waren es auf einmal nur noch 70, die testeten. Das heißt, wir waren sehr effizient unterwegs durch die Stoffwechselkomplexprodukte, durch das Zelltraining. Genau. Die Kombination macht es einzigartig. Ja, genau.
Und da hat er viel auch ausprobiert mit dem RiveTech und war auch da sehr begeistert, wie schnell das Ganze Wirkung zeigte. Ah, ja. Schön, das ist eine schöne Geschichte. Ja. Ist für mich ja immer schön, so etwas zu hören, weil es ist immer anders, wenn du es erzählst, als wenn ich es erzähle. Ist ja klar, dass ich habe ja die gleichen Erfahrungen, die ich selber in meiner Praxis mache, ist ja klar. Und es ist vielleicht auch für die Zuschauer wichtig, für andere Therapeuten wichtig. Wie ist das für dich jetzt? Du hast ja durch das natürlich ganz andere Themen, die du jetzt auch bearbeiten kannst. Also du hast viel ein breites Spektrum von Möglichkeiten. Aber hat das ja auch damit zu tun, dass du jetzt plötzlich auch andere Sachen machst. Hat das in deinem tagtäglichen Leben vieles verändert? Machst du jetzt weniger Therapien oder was ist für dich eine Quintessenz? Du hast ja ein anderes Denken jetzt, ein anderes Handeln. Was hat sich denn in deinem Tagesablauf anders geändert? Also so gesehen wirklich sehr viel. Mein Wunsch war es immer, möglichst vielen Menschen helfen zu können. Das heißt, das ist etwas, was in der Medizin ja sehr selten geworden ist. Man geht zum Orthopäden mit Knieschmerzen, das ist der Spezialist, und dann sagt man ja in der Schulter nicht auch, was sagt ihr, da müssen Sie zum Kollegen, ich mache nur Knie. Ne? Irgendwann ist es, dass er nur noch das rechte oder linke Knie macht, ne? Wer weiß es. Aber es ist, der Trend geht immer mehr dahin, massivste Spezialisierung. Nicht nur zu sagen, ich bin der Orthopäde, sondern ich bin der Kniespezialist. Und von diesem Trend wollten wir weggehen als Praxis und wollten eben möglichst vielen Menschen eine Möglichkeit anbieten. Nur dafür braucht man natürlich auch ein Wissen, das man hat. Und durch die Möglichkeit der kinesiologischen Testung haben wir wirklich die Möglichkeit, sehr vielen Menschen mit den verschiedensten Problemen, wir haben uns jetzt auf Energielosigkeit spezialisiert, aber wie wir gesagt haben, es ist ja ein sehr weites Feld, die Energielosigkeit. Kommt die aus dem Darm, kommt die von Parasiten, von Bakterien, von Viren? Das ist ja ein riesiges Feld. Und innerhalb dessen können wir den Menschen nun viel besser helfen. Das heißt, wie hat sich mein Tagesablauf verändert von, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, der Standardpraxis, wo man sagt, man steht an der Bank, behandelt, auf rein körperlicher Ebene, hat es sich. Und wir haben uns dahin auch schon entwickelt, dass wir schon mit Nahrungsergänzung gearbeitet haben. Aber wie viele andere wussten wir auch nicht, was sind die richtigen. Wir haben auch aus dem Verstand und aus der Erfahrung agiert. Mittlerweile haben wir das Ganze eben so optimiert, dass wir eben nur die Produkte natürlich empfehlen, die in Resonanz gehen. Und damit funktioniert es. Das heißt, der Tagesablauf hat sich auch dahingehend verändert, dass wir sehr viele Klienten aus der Ferne in Anführungsstrichen betreuen. Das heißt, viele Möglichkeiten bestehen jetzt, dass Klienten sich aus ganz Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, wir haben so eine Klientin aus Frankreich bei uns melden, denen wir in vielen Punkten helfen können. Nicht alles lässt sich da lösen, aber über Möglichkeiten wie, wir vermieten ja das RiveTech auch, dass einfach Klienten auch europaweit davon profitieren können. Mhm. Und dahingehend hat sich mein Tagesablauf oder unser Tagesablauf sehr verändert, dass wir einfach nicht das lineare Therapeutensein machen am Körper, das machen wir auch noch, denn es gehört dazu, aber es ist ein weiteres Feld geworden. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schönes Erleben für uns, wie auch letztendlich für die Klienten. Darum geht es. Absolut. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und ich finde es ja toll, dass eben du auch so offen bist, mit deinem großen Wissen, das du hast, von meinem Zusatzwissen zu profitieren, aber dass das auch eine unheimliche Resonanz im Markt gibt, weil ja meine Aufgabe ist, Menschen wie dich weiterzubringen und nicht meine Praxis zu füllen, bis geht ja nicht. Ich werde ja jetzt pensioniert, ich werde ja sicher weiterarbeiten, aber ich werde ja im nächsten Jahr meine Praxis dann irgendwann mal schließen, weil ich ja meine Therapeuten betreuen möchte. Ich möchte diese unterstützen können, meine Klienten in Fernbehandlung unterstützen können. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, so gute Geschichten zu hören, dass eben das auch funktioniert, dass die Menschen auch spüren, dass du jetzt im Moment diese Nachfolge machst und auf deine Art. Und es wird natürlich, und das hoffe ich natürlich, andere Therapeuten ansprechen, das auch zu tun, weil es ist ein Riesenmarkt noch da und ein Riesenbedürfnis noch da, weil es in allen Bereichen, aus meiner Sicht selbstverständlich, egoistisch gedacht, macht es Sinn, dass natürlich die Menschen einfacher zum Resultat kommen, günstiger wegkommen. Und das ist ja für dich in keiner Art und Weise irgendwo negativ, oder? Also du hast nur positive Erfahrungen gemacht, weil es ist ja auch so, wenn du acht Stunden lang am Klienten arbeitest, ist das auch eintönig mit der Zeit, oder? Wenn du das 30 Jahre gemacht hast,
Urlaub hast du einen Buckel vom Arbeiten, oder? Ja. Also das ist ja auch nicht unbedingt das. Das heißt, das lineare Denken bis tief in die Tiefe, dann machst du nur noch immer das Gleiche und das ist doch völlig langweilig und nicht spannend. Und ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube, du lernst auch tagtäglich so, oder? Absolut, absolut. Ja. Ne? Es ist eine wunderschöne Symbiose zwischen uns, weil wir einfach von deiner Möglichkeit der Testung und deinem Wissen profitieren können. Wir das Ganze umsetzen. Das heißt, wir bekommen ja auch viele Klienten, die dich zuerst finden, die du zu uns schickst oder wo die Klienten uns selber finden, weil sie von der Möglichkeit profitieren wollen, sich testen zu lassen, aber dennoch einen Begleiter haben wollen, genau. Jemanden, mit dem sie den Weg gehen. Absolut. Und das ist unsere Philosophie. Wir wollen eine möglichst hohe Qualität da an den Markt setzen. Und das wissen die Klienten zu schätzen. Und das macht auch unglaublich Spaß, mit denen zu arbeiten. Schön, schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass auch Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat Sie weitergebracht, dass solche Zusammenarbeit für alle einen großen Nutzen sind, also für den Klienten selbst selbstverständlich, aber auch für andere Therapeuten. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.